ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute mal wieder eine Rezension für euch und ich freue mich so sehr, euch dieses Buch vorzustellen. Und zwar geht es um Die Reise von Jens Bormann. Wie ich euch ja schon in meinen letzten Videos ein bisschen was erzählt habe, habe ich das Buch eben zugeschickt bekommen von Jens Bormann selbst. Dankeschön dafür noch einmal an dieser Stelle. Ja, und es ist eben ein Selbstpublisher-Buch. Es kann man über Amazon erwerben. Ich kann euch gerne auch den Link mal verlinken in der Infobox. Und dann könnt ihr euch das ja vielleicht anschauen, wenn euch meine Rezi, die jetzt kommt, gefallen wird. In die Reise geht es um das Mädchen Annika. Sie ist 16 Jahre alt und ist ein sehr, sehr schüchternes und zurückhaltendes Mädchen. Und ja, so mit Jungs und Schminken und dem ganzen Kram hat sie nicht wirklich viel zu tun. Sie ist auch eher so die Person, die die Leute nicht wirklich an sich ranlassen möchte. Also sie, ja, in der Schule, da sagt sie den meisten Leuten ab, wenn die was mit ihr machen möchten. Und sie hat eigentlich nur eine sehr, sehr gute Freundin, die Sabine, die ist dann aber weggezogen. Und mit ihrem älteren Bruder versteht sie sich auch super und auch mit ihrer Mutter. Ja, irgendwann dann plötzlich, als Annika spazieren geht, fliegt ihr ein Rabe hinterher. Beziehungsweise er scheint auszusehen wie ein Rabe, aber Annika ist sich der Sache nicht so ganz sicher, ob wirklich eine Krähe oder ein Rabe ist. Ja, und der Rabe, der verfolgt sie dann auch bis zu ihrem Haus und ist am nächsten Tag dann auch noch da, wenn sie aus dem Fenster schaut, und das zieht sich immer weiter. Ja, und mit der Zeit gibt es dann ganz, ganz seltsame Ereignisse, die sich niemand so recht erklären kann. Also Annika weiht dann auch einige Leute ein in dieses Geheimnis, sag ich jetzt mal. Und ja, was es dann mit diesen mysteriösen Dingen auf sich hat, das kann ich euch natürlich jetzt nicht erzählen. Sonst würde ich euch natürlich über das ganze Buch den kompletten Inhalt erzählen. Ist ja auch nicht Sinn der Sache. Aber es geht dann so ein bisschen in Science-Fiction-artige und ja, es wird ganz anders, als man sich es denkt. Und mich hat das Buch sehr, sehr überrascht und auch wirklich bezaubert, kann man quasi sagen. Also der Schreibstil von Jens Bormann ist der Hammer. Man ist echt wie in dem ganzen Geschehen mit dabei und man fühlt richtig mit den Hauptcharakteren, generell mit den Charakteren. Es gibt auch eine Person oder einen Charakter, der hat mir besonders gut gefallen, nur leider kann ich euch jetzt schlecht davon erzählen. Ja, der Name ist Marlin, für die, die das Buch dann schon gelesen haben. Vielleicht ging es euch ja genauso. Aber ich hoffe sehr, dass das Buch noch weitere Leute lesen werden. Es wird glaube ich, auch eine Trilogie, soweit ich das mitbekommen habe. Und ich kann es nicht erwarten, weiter davon zu lesen. Also das Ende, das war auch so, oh, Mann, ich will wissen, wie es weitergeht. Und ja, nee, es war richtig klasse und ja, 5 Sterne deswegen von mir. Also ja, es hat, muss ich mal kurz gucken, 559 Seiten mit so einem Nachwort. Und ja, das Einzige, was mir jetzt nicht so gut gefallen hat, es gab halt zwischenzeitlich ein paar Längen, wo man dachte, okay, das eine oder andere, das hätte man jetzt weglassen können, aber bei so vielen Seiten ist es, denke ich, normal. Und trotz allem nimmt es nichts von der Qualität der Geschichte weg und generell, also ich fand es einfach nur spannend, es hatte ganz viel Action in sich und ja, man musste es lesen. Also ich war so baff, als ich da fertig war. Und was halt so schade war, das habe ich euch ja auch schon in meinem letzten Video gesagt, oder in eins der letzten, ich weiß jetzt nicht, dass ich halt leider nicht so viel Zeit hatte zu lesen, sonst hätte ich das innerhalb von 2-3 Tagen durchgelesen, glaube ich. Also, nee, das war echt so zwischendurch, oh, ich will weiterlesen, aber ich darf nicht, weil ich lernen muss. Und ja, also ich kann es nur jedem ans Herz legen, das zu lesen. Aber wie ich auch schon gesagt habe, es hat einige Tippfehler oder halt so, wie heißt denn das, Formatierungsfehler. Also
Ich bin mir ganz sicher, dass Jens Bormann das mehrere Male überarbeitet hat und dann eben einige Wörter von dem Überarbeiten dann noch stehen geblieben sind, die da jetzt eigentlich nicht in dem neuen Satz gepasst hätten, wenn ihr jetzt versteht, was ich meine. Aber ich persönlich fand das, wie ich auch schon im Video gesagt habe, überhaupt nicht schlimm. Ich kann das verstehen, ich wäre genauso. Das würde mir auch passieren, da bin ich mir zu 100% sicher. Und es ist eben auch, wie schon gesagt, ein Selbstpublisher-Buch, von daher, ja, das kann eben passieren. Und bei so vielen Seiten erst recht. Aber ja, ich wollte es halt jetzt auch nochmal gesagt haben, falls der ein oder andere sich an sowas stört. Das gibt's bestimmt. Das ist ja dann auch nichts Schlimmes. Aber ja, ihr solltet halt vielleicht davon wissen. Mir persönlich hat es jetzt, wie gesagt, eben nichts ausgemacht. Ich glaube, mehr kann ich zu dem Buch jetzt auch nicht sagen. Aber ja, wie gesagt, ich kann es euch nur ans Herz legen, dieses Buch zu lesen. Das ist so gut und ich bin so froh, dass ich es jetzt im Januar gelesen habe, weil dann mein Januar so gut gestartet ist und ich lese jetzt im Moment auch wieder so ein gutes Buch und oh, ich bin nur froh. Also, das animiert einem dazu, mehr zu lesen, finde ich. Und ja, auch wenn ich, wie gesagt, nicht die Zeit finde, aber abends lese ich dann eigentlich nur noch am Stück, statt mir dann irgendwas im Fernsehen reinzuziehen oder so. Und das ist ja dann vielleicht auch ein bisschen besser. Ja, aber jetzt rede ich zu viel um den heißen Preis rum. Preis. Jetzt rede ich zu viel um den heißen Brei herum. Lest das Buch bitte, alle, alle, alle. Es kostet nur 10 Euro, also 9,95 und es ist so dick. Dafür ist es ein super Preis und ja. Danke, Jens Bormann, dass du mir das zugeschickt hast und dass ich es lesen durfte. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!